Ich weiß nicht, wie die Funktion geht. Oh, jetzt hat gerade mal gesagt. Was muss denn drin? Ich muss über das Optionsmenü den. Also, was ich jetzt wundere, ich bin der Kill aus dem SNS Project Forum und ich will jetzt mal mit einsteigen. Wie gesagt, im Spiel wurde noch nicht das Titelbild übersetzt, weil der Übersetzer noch nicht die Grafiken dafür finden konnte. Und natürlich auch bei No konnte er kein Nein einfügen und das wurde halt auch noch nicht getan. Aber Gamers weilt leider nicht mehr als aktiver Übersetzer unter uns. Von der Seite her wird da, denke ich, nichts weiter passieren. Und man muss sich halt jetzt erstmal mit dem zufrieden geben, was momentan uns geboten wird. Einige Wörter mussten natürlich auch abgekürzt werden, wie zum Beispiel Sprung mit SPR. Aus Platzkünsten also im ROM. Ach. Als Erzdings ausgewählt. Okay. Übers Menü. Und es ist bei weitem schwerer mit dem Erdings zu arbeiten als mit dem. Also mit dem E-Gargoyle. Weil Erde stand da ja nicht. Das muss man sich verwenden. Ja, das war ja früher bei dem Spiel noch nicht gegeben. Auch bei den normalen Übersetzungen. Da nutzt er sich jetzt selbst. Tatsache, er kann nicht ins Wasser. Na gut, ins Feuer. Ins Wasser zu gehen. So zum Zugucken finde ich das Spiel cool. Ja, also für Spielen selber war das jetzt nicht, weil das mir ein bisschen zu schwer war. Ja. Wieso, ja, du kannst einfach über das ganze Level hin drüber fliegen. Naja, aber es ist nicht insgesamt leicht. Also es kommen auch Bosse und so weiter. Es wird schwerer. Aber so vom vom Zuschauen ist schön, ja. Ich finde auch die Grafik verdammt cool irgendwie. Oh, hier, die werden sogar länger. Hammer geil. Da kommen immer mehr. Ich weiß nicht, wo du vorhin die Karte gesehen hattest, ja. In dem Menü da. Hast du da vielleicht irgendwie eine reale, was weiß ich, hast du da was erkannt, ein reales Land oder ein Kontinent? Nee, vielleicht? Das scheint alles wie eine Art Insel zu sein, auf der das Ganze lebt. Ich kann auch mal Welt auswählen machen. Ja, mach mal. Dann können wir uns das nochmal angucken. Vielleicht erkennen wir irgendwelche Züge. Wie zum Beispiel bei Dragon Quest 3 hat es mich ja voll überrascht, dass man da auf der richtigen normalen Welt rumläuft. Das fand ich voll geil. Ja, das ist immer cool, wenn es in Open World. Ja. Das ist vielleicht irgend so eine Urwelt hier, Pangea oder sowas. Aber das sind so die Welten, ne? So 1, 2, 3, 4, oder? Übrigens, bei dem Schwein kam ich nicht voran. Bei dem Schwein hast du es nicht geschafft? Das ist mega peak. Was habt ihr da für ein... Ich hab's ja noch nicht gesehen. Was hast du da für ein Spiel gemacht? Du musstest dort Schädel, die im Hintergrund waren, zerstören. Schädel zerschmettern. Verschmettern hat er, glaube ich, hingeschrieben. Verschmettern? Verschmettern. Okay. Nee, verstören. Verstören, nicht zerstören, sondern verstören. Nett. Ich glaube, das wollen wir dann ein bisschen verstören. Eine einäugige Eule? Da fällt mir jetzt hier gerade ein anderes Spiel ein. Sagt euch, Dragonheart? Verdammt! Nein! Das war ein Spiel von Lucasfilm, war das, glaube ich, sogar noch, oder von LucasArts Game. Ja, LucasArts, okay. Loom, oder? Und das war irgendwas mit Hart. Mit hinten dran. Fart hinten dran? Nee, Hart. Herz. Herz, okay. Ich kenne eigentlich bloß LucasArts. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Das war aber ein mega fett geiles Spiel, habe ich gerne gezeigt. Monkey Island haben die doch gemacht. Ja, die haben auch Monkey Island, die haben viele gute Spiele gemacht. Kann ich nur empfehlen, die ersten zwei Monkey Island-Teile sich nochmal als HD-Version zu organisieren. Die sind richtig schön, wenn man mit der alten VGA oder als VGA-Grafik nichts anfangen kann, weil es zu. Weil es ganz einfach zu sehr
zu retro ist, wenn man denn so will, dann aber zumindest die verbesserte Variante, die richtig mit handgezeichneten Grafiken blenden. Haben sie nochmal komplett neu gezeichnet gehabt? Ich hab mir das nicht angeguckt. Ich weiß bloß, dass man da umschalten kann zwischen alter und neuer Grafik. Genau, du kannst on the fly im Spiel umschalten. Ich hatte sogar das Problem, Gott, ich bin schon wieder tot, dass du zwei Sachen kurz hintereinander machen musst und das unglaublich schwer in der neuen Variante mit der Steuerung zu erledigen ist. Ja, Maniac Mansion war ja auch von denen. Ja, oh, Maniac Mansion. Also Day of Tentacle habe ich sehr gerne gespielt. Das war ein richtig geiles Spiel und da war so ein Videospielautomat und da konntest du dann Maniac Mansion drauf spielen. Richtig. Aber ich Maniac Mansion, das ist deutsch direkt, ja. Das war eines mit der ersten, die deutsch richtig waren. Also so komplett mal groß übersetzt. Wenn ich mich nicht irre, oder? Das war recht früh. Maniac Mansion könnte doch raus. Könnte eines der ersten deutschen Spiele zum Leben sein und dann übersetzt werden. Das Schöne daran ist, es ist ja auch komplett vertont. Es gibt keinen Charakter oder keine Szene, die nur mit Text arbeitet. Irgendwas mit Harbors. War das nicht von dem? War das von einem anderen Publisher? Da warst du ein Junge, der hatte einen Hund und der Junge, der hatte ein blaues Käppi. Nee. Ja, komm. Okay. Aber könnte vielleicht vom Setting so. Auf jeden Fall, der ist so in der normalen Welt und dann wird der Hund irgendwie auf mysteriöse Art und Weise in eine böse andere Welt reingezogen. Und der Junge springt dem Hund hinterher und dann bist du halt in der bösen Welt und versuchst dann da wieder rauszukommen. Und dann kriegt er irgendwann so eine richtig coole Ability. Da berührt er irgend so einen gelb leuchtenden Stein. Und dann kann er aus seiner Hand dann Bälle werfen. Fällt mir noch ein, wie das heißt. Nee, das war für den PC. Das war, ich weiß nicht, ob es noch das war oder ob es schon Windows 95 war. Das war auf jeden Fall richtig fett. Ich recherchiere es erstmal. Also das werde ich doch finden. Ja, oh, jetzt setzt du mich mal hin. Der Hintergrund. Du kannst dein Wissen und den Leuten. Ja, das mach ich. Über das Spiel weiß ich nicht so allzu viel, aber das weiß ich, habe ich schon gesagt. Ja. Deswegen liegt man ja dann auch immer. Der nächste Boss. Was kommt? Ach nee, was ist das? Wow! Okay. Also wenn du so einfach was anfängst, einfach mal kurz herangucken, glaube ich. Download und dann. Ich hatte vorher auch so geht's schneller, ne? Also von der Seite her geht's für dich vielleicht schneller. Ja. Und dann weißt du eigentlich alles, was du diesen kannst und diesen nicht. Aber das ist immer alles überlegt, was irgendwie interessant wäre. So, jetzt recherchieren. Also jetzt. Im Gegensatz zu Castlevania ist das Spiel doch um einiges schwieriger. Und ich kenne die. Ja, es ist nicht leicht, habe ich ja vorhin gesagt, weil du vorhin so, ja, mal durchfliegen die Welt und so. Das habe ich ja gesagt, das ist nicht leicht. Du kannst Abschnitte hier als fliegender Gargoyle mal eben fast gänzlich überfliegen, ohne. Ja, aber dann hast du auch so schwere Passagen wie jetzt hier, wenn du runterfliegst. Ich fliege ja nicht 100, aber ich fliege 120. Aber die Bosse sind sehr hart. Die Bosse sind hart. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Die machst du nicht einfach mal platt. So, die Welt, okay, gehe ich mit. Aber dadurch vergisst du auch einiges in den Welten. Ich meine, es gibt, soweit ich weiß, auch gibt einige Secrets, habe ich schon. Naja, genau. Und die vergisst du dadurch und hast dann so dann auch Sperre bei der Bösen. Andererseits will ich das Spiel jetzt ja nicht durchspielen und alles schön, sondern einfach nur mal vorankommen. Interessant ist jetzt hier, die Hintergründe sind sehr schön detailliert gezeichnet. Das war richtig geil. Ja. So, dann kommen wir mal zur Auflösung. Das Spiel hieß Heart of Darkness. Oder Heart of Darkness, besser gesagt. Gab's auch für die PlayStation. Genau. Und war es sehr war, gut. War nicht von LucasArts oder irgendwas, sondern es war schon von Infogrames und
Ocean Software. Ja, Ocean, Ocean hat, kann ich mich noch an das Logo erinnern. Das war ein cooles Logo. Ocean hat damals auch sehr gute Suche in seine Spiele gebracht. Wer weiß es, Doom und so. Nee, das waren schon ziemlich gute, brutale Spiele, die sie dann gebracht haben. Könnte sich drauf verlassen. Es war auch relativ brutal, das Heart of Darkness, weil wenn du dann halt gestorben bist, dann ging es halt pfumm, und dann waren bloß die Klamotten von dem Jungen da. War cool. Aber in einer guten Animation. War cool, ja. Also wer das Spiel nicht kennt, der möchte ich jetzt einfach mal sagen, kann sich das auch nochmal angucken. Ja, ja. Mega. Und schwer. Ja, war gut, ja. Vor allem, hatte schon Render-Zwischensequenzen. Ah, so ja, viel. Und das 1998, also da waren Render-Sequenzen schon gang und gäbe. Mhm. Bist du jetzt gestorben? Schon ein paar Mal, ja. Ja, Alter. Ich sag ja, das Spiel ist nicht nur leicht. So. Das ist jetzt der Erd. Also das wäre für dich dein Overkill quasi, also wenn du es mit durchspielen willst. Dann hängst du da dort und denkst, ah nee, beißt ein paar Mal in den Controller dann rein. Der Erd-Gargoyle kann im Gegensatz zu dem Flug-Gargoyle nicht fliegen, kann aber dafür wie auf Rollschuhen voran. Ja, wie Mega Man zum Dash. Genau. Ja, Mega Man 2 hätten wir ja noch als NES-Version. Ja, da haben wir ja noch ein Projekt ist offen. Ja noch, ja. Aber der Freund hat er ja gesagt, da hat er schon hart trainiert und schaut mal, ja. Es ist wirklich, die Stelle ist wirklich extrem, du darfst dich nur einmal verschießen höchstens, aber dann auch nur, wenn du dann danach einen Lucky Shot machst. Ja gut, aber wir sind ja, also wir nehmen es doch nicht übel, wenn du dann einfach mal ein Safe State nimmst. Das wäre okay, an dieser einen Stelle. So wie ich das glaube richtig sehe, zieht der Geist mir zwei auf einmal ab. Oh ja, ich sag ja, die Bosse sind knackig. Das ist die erste Stufe. Jetzt kommt die zweite. Ich sag ja, die Bosse sind hier recht knackig. Aber dafür. Du hast ja nicht mal irgendwas, was dir da anzeigt, dass der noch so viel Leben. Der ist schon rot, ja. Der wird nicht röter. Da ist dieses Wort einfach nicht gibt. Ja, rot bleibt rot, ne? Oh, ist das sauer. Junge. Nein! Oh, jetzt zieht er dir noch rein. Ich sag's doch mal, jetzt down! Da geht er down. Genau. Ja, dann muss er mal haben. Da ist er down. Ja, da ist er down. Genau. Aber ist schwer, ja. Das ist ja immer so. Man macht quasi, die Bosse hat das Land geschafft und deswegen sind die Bosse eben extrem knackig. Das ist nur ein Zwischengegner, weil die Bosse in der Regel alle diese Gargoyles sind. Oh. Das ist ja so, als wenn du gut, dann du rollst. Ja, dann haben wir jetzt einen Zwischenboss, ziemlich hart ist. Die Story scheint ja zu sein, du bist jetzt hier ein armer, ausgestoßener Gargoyle und die wollen dich jetzt hier. Nein, du möchtest dich an den Leuten rächen, weil sie dich verstoßen haben. Das ist dann wie bei Tyrannigma, die Hexe, ja. Die kriegst du auch nicht mal down. Da habe ich aber festgestellt, bei der Hexe ist es ein ganz großer Fehler, wenn man sich die. Man kriegt in der Bohr kriegt man einen Speer, ja, wo die Hexe auch drin ist. Ja. Aber dieser Speer verursacht bei der Hexe wesentlich weniger Schaden, als wenn ich den vorigen nehme. Das ist praktisch so, als wenn du elementartechnisch denken würdest. Ach so, okay. Das heißt, wenn du einfach dir den Schwächeren nimmst, ja, musst du nicht wie ein Blöder leveln, wirklich? Sondern die ist einfach zu besiegen. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich hatte diesen Geist das erste Mal versucht zu besiegen, das klappte überhaupt nicht. Welchen Geist jetzt? Den ich hier gerade versuche. Du bist jetzt umgesprungen für die Zuschauer, also wir sind wieder hier bei Demon's Crest. Gut. Ja, ich bin die ganze Zeit, ihr nicht. Nee, du hast jetzt mit dem Speer gemeint, das war ja wieder was anderes. Und bei dem hier ist es beispielsweise so, wenn ich mit dem Feuer links arbeite, kriege ich zugestimmt gar nichts aus. Dann bräuchtest du wahrscheinlich einen Feuergargoyle, einen Wassergargoyle. Wenn es irgendwas gibt, vielleicht ein Level. Ich kenne mich nicht so mit der. Aber das hat so ein bisschen wieder das Steinschere-Papier-Prinzip. Oh, da hat er Glück gehabt jetzt. Und das Vieh kommt zurück. Vielleicht sollte man bei dem Boss einfach bessere Waffen haben oder irgendwie ein Special haben. Du könntest immer versuchen, die Potion einzusetzen, wenn du fast down bist. Stimmt, ich habe ja noch eine Potion, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Siehst du, irgendwas gibt's bestimmt, weil ich kann mir vorstellen, dass es so schwer ist, ja. Also das ist schwer ist ja, aber irgendwie gibt's da bestimmt für alles eine Lösung. Das ist ja fies. Da kommst du gar nicht hoch, ne? Ja, da kriegst du doch, du musst erst nach vorne. Das ist ja sehen. Das muss man. Theoretisch kannst du schon von der Höhe dann wieder zurückfliegen. Okay. Die Ritter kriegst du auch nicht tot. Die haben nämlich einen. Die tust du immer nur zurückstoßen. Beim ersten Besuch von dem Geist hier. Denk dran, du hast jetzt Potions. Ja, ich werde es aber erst einmal. Wenn man die auch gleich wieder einsetzen kann, vielleicht müsste die auch was finden. Ist das ein Herz? Nee, das ist ein Zeichen für den Nierenkarte. Ja, okay. Geil, oder? Geil, ist extrem, ist cool. Aber guck dir dazu ein, was hast du da gemacht? Auch so ein Let's Auspack oder so. Let's Auspack, ja, klar. Ach,
Unboxing heißt es. Unboxing, yes, genau. Und das auspacken. Da könnt ihr dann sehen, was, wie das Mikro aussieht. Ja. Das ist sowas wie eine Art Herbstkörper drin. Das sieht ein bisschen aus. Das ist ein Zeichen für Neon Chaos.